Willkommen zurück zu Cave Story. Hier ist der Schmied und er vermisst die Pistole, die er gemacht hat und fragt mich, ob ich sie gesehen habe. Jemand kam und hat sie gestohlen. Und das ist, und jetzt flucht er darüber und hätte sie besser in seiner Tasche behalten, als er sich zum Nappen hingelegt hat. Hey, ist das nicht meine Pistole? Was tust du denn damit? Die habe ich nicht für dich gemacht. Gib sie her! Pah. Du hast sie ja ganz gut benutzt. Ach, weißt du? Ich habe lang gedacht, dass man selber die eigenen Waffen herstellen sollte. Und dass derjenige, der mit den Waffen von jemand anderem kämpft und sie als seine eigene Kraft ansieht, dumm ist, witless, keine Ahnung. Wer seine Werkzeuge, wer seinen Werkzeugen die Schuld gibt für das, was er selber nicht kann, der ist ein Narr. Aber wenn ich sehe, wie sehr du diese Waffe benutzt hast, dann kommen mir die Tränen. Und ich hätte nicht gedacht, dass so eine ausführliche Benutzung möglich ist, bevor sie überhaupt vollendet wurde. Ha! Tut mir leid, dass ich so gegrummelt habe. Du kannst sie behalten. Nachdem ich sie fertig gemacht habe, natürlich. Und jetzt hat er den Polarstern genommen und sozusagen vollendet. Und jetzt heißt der Polarstern Spur. Und der Spur, der schießt, wenn ich nur kurz drücke, normale Waffen, auf Level 2, das zum Aufladen ist, diese Linie. Und auf Level 3, zwei Linien. Und auf Level Max einen durchgehenden fetten Strahl. Und das Geile ist, dass man den nicht hochleveln muss, sondern dass man den durch das Gedrückthalten der Schusstaste auflädt. Und das ist ziemlich mächtig eigentlich. Das ist, soweit ich weiß, die beste Waffe im Spiel, die man aber, glaube ich, sogar noch upgraden kann. Sie geht leider nicht durch die Wände durch, im Gegensatz zu der Snake. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass hier plötzlich andere Gegner sind. Aber komm, was soll schon schief gehen? Ja? Was soll schon schief gehen? Genau, was könnte hier schon schief gehen? Zum Beispiel, dass ich mich blöd anstelle. komm, Spur, hier. Wie man sieht, hat Erfahrung einfach keinerlei Wirkung auf den Energiebalken hier. Das heißt, insbesondere kann man die Waffe auch nicht schlechter machen, wenn man von Gegnern getroffen wird. Sie verliert keine Waffenenergie. Ach ja, und richtig, den Booster habe ich jetzt auch. Muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen mit den Stacheln da oben. Oh, verdammt. Da hätte ich besser mal aufgeladen. Jetzt hier. Fumm. Einmal quer durch. Großartig. Na? So. Alles voll. Alles voll. Sehr gut. Ich glaube, das Spur ist meine neue Lieblingswaffe. war ich da oben schon? Ich glaube da oben. Ja, da war ich schon. Da ist die Farm. So. Hier brauche ich nicht speichern. Wenn ich hier irgendwie aus dem Dorf rauskomme, dann ist das hier drin. So ein bisschen wie eine Hexe auf dem Besen, finde ich. Wenn man die Waffe vorne so als Besenstiel sieht. Kazuma sagt, ich soll zum Eierkorridor. Aber... Ich möchte zuallererst ins Labyrinth gehen, weil es dort, wenn ich den Spur habe, noch eine tolle andere Sache gibt. Und die hätte ich gerne, bevor ich weitermache. Und man sieht, mit dem Booster ist das hier um einiges einfacher. Die waren davor hier auch nicht. Davor waren hier andere Gegner.
könnte meinen, das Spiel macht es einem absichtlich schwer, sobald man vorankommt. Hab ich euch. Ich weiß gar nicht, muss mal gucken, hilft die Erfahrung, das aufzufüllen? Ich glaube nicht. Und die Ladung scheint auch nicht kaputt zu gehen, wenn man getroffen wird. Cool. Allerdings ist das komplette Aufladen dann doch sehr zeitaufwendig. Aber die Waffe ist echt mächtig. Mag ich. Ich mag sie. Ah! War der davor auch schon da? Ich weiß es nicht. Und warum? Wenn ich ins Ziel schieße und dann wechsle und ich drauf drücke, warum kommt da einmal ein Schuss raus? Und danach nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt warte ich mal kurz. Na? Okay. Kommst du hoch? Sehr schön, hab ich dich. Da war ich fast reingesprungen. Einmal hochfahren, bitte. Und dann bitte einmal wieder runterfahren. Ich brauch dich nicht. Das Schöne ist, wie gesagt, dass es hier immer noch den Standard gibt, wenn man einfach nur draufdrückt ohne Richtungstaste, dass man nach oben fliegt. Man muss nicht immer eine Richtungstaste drücken. Nee, hier will ich den Feuerball. Wo ich hin möchte, ist allerdings nicht die Klinik, sondern der Shop. Ich möchte trotzdem kurz in die Klinik, mal schauen, ob die Leute hier noch was zu sagen haben. Nein. Auch nein. Okay. Ja, mit dem Feuerwehr geht es auch. Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. So wie ich gerade. So. Willst du dich mal treffen lassen? Danke. Das ist echt mächtig, die Waffe. Ups. Egal. Hat geklappt. Das war eng. Die da will ich. Das Schwert ist Level 3, genau. Ne, hier will ich den Feuerball. Oh, es kommt schon. Geht doch. Du da oben bist mir erstmal egal. Ich glaube, hier draußen. Ey! Ich habe euch nicht erlaubt, mir Schaden zuzufügen. Egal. Passt schon. So. Ich habe immer versucht, die Teile hier mit einer Raketen wegzuhauen. Vielleicht kann ich es ja mit dem Spur weghauen. Nein, auch das funktioniert nicht. Schade. So. Und jetzt sollte der genau das da für mich haben. Eine Dekoration. Genau, ich habe von der stärkste Waffe. Was könntest du also sonst für mich tun? Nein, den würde ich gerne anbehalten. Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie der funktioniert. Ah, so. Sobald ich den Spur aufgeladen habe, komplett, erscheinen diese Sterne um mich rum. Und wenn meine Information korrekt ist, sollten diese Sterne... Moment. Hier komme ich doch gar nicht raus, oder? Nee, da komme ich noch wieder zum Waterway. Das heißt, ich will jetzt hier wieder zurück. Diese Sterne sollten Schaden machen bei den Gegnern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie verschwinden, wenn sie den Gegner treffen. Oder wenn ich getroffen werde oder so. Scheint, es wird ein bisschen weniger. Ich lade mal eben auf. Nein! Immerhin, die gehen durch Wände durch. Das ist praktisch. Ups. Ah, die Spur bleibt auch stehen.
wenn ich mich danach bewege. Also ich kann jetzt hier so eine Spur da rummachen und dann gemütlich weggehen. Cool. So, ich habe sogar wieder volle Raketen. Wie praktisch. Na? Einmal ein Ding, 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 Ding. Ach, Mist. Selber schuld. Na? Meine Sterne machen ihm schon mal Schaden. Ach, Mist. Jetzt. Ja, genau. Und dann springt er nämlich voll rein. So. Aber ich hätte gerne etwas Heilung. Da ist etwas Heilung. Sehr schön. Da ist noch mehr Heilung. Noch besser. Uah. Ah, man kann es auch unter springende Gegner einfach schießen. Dann kommen sie nämlich danach wieder runter und fliegen voll rein. Genau so. Ist ja cool. So, Munition voll, Erfahrung voll. Wunderbar. Dann beschleunige ich mal eben mit dem Booster hier nach drüben. Und jetzt nach unten. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nach unten wirklich schneller geht. Aber es funktioniert. So, da bin ich wieder. Vielen Dank für den Booster. Kazuma sagt, ich soll zum Eierkorridor, das weiß ich. Aber zuerst will ich ja nochmal speichern. Und jetzt geht es in den kaputten Eierkorridor. Soweit ich weiß, passiert in der Sandzone nichts mehr, sobald ich hier nochmal hin kann. Wenn ihr... Weil ich mache mich da nochmal schlau und falls das doch der Fall sein sollte, gehe ich da nochmal hin. Wenn ich die Waffe ausrüste beim ersten Mal... Beim ersten Mal direkt nach dem Ausrüsten kommt ein Schuss raus. Das verstehe ich nicht. Finde ich irgendwie doof. Haha. Nein! Boah, was ist das hier? Nein, ich verliere keine Waffenenergie. So wirklich überhaupt keine. Das ist ja schon irgendwie cool. Und die Reichweite ist auch mächtig. Na? Einmal Max bitte und dann für euch zum Reinfliegen. Hihi. Hier allerdings wiederum will ich den Bubbler. Einfach immer damit so schön um die Ecke schießen kann. So, damit habe ich 25 Raketen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich da schon geguckt. Da hinten ist nichts mehr. Habe ich schon erwähnt, dass der Booster 2.0 richtig cool ist. Dass er ziemlich mächtig ist und alles viel einfacher macht. Kann ich da oben hin? Bestimmt, aber es bringt halt nichts. Dafür muss ich nämlich... Ne, Moment. Ich kann da gar nicht. Ne, ich muss sogar hier durch. Stimmt. Ich dachte gerade, die gekreuzte, halboffene... Das geht jetzt nicht, ne? Nee. Mit der Snake wäre das, glaube ich, gegangen. Hä? Was? Ah, die Sterne machen das. Ich will da gar nicht runter. Das macht nur so viel Schaden. War das so eine gute Idee, das Teil kaputt zu machen? Ich weiß es nicht. So bin ich jetzt nämlich oben fast an die Stacheln angerannt. Nein! Nein! Ich wollte die Spur hierhin packen. Das ist schon praktisch. Oh ja, oh ja. Nein. Haha, erster. Beim letzten Mal ist sie mir, zumindest beim ersten Durchspielen, ich glaube, ich hab's rausgeschnitten, ist sie mir ins Gesicht explodiert, diese Wolke.
nicht sehr freundlich, aber diesmal war ich schneller. Nicht zuletzt dank dieser großartigen Waffe. Ups. Und die Sterne sind ja irgendwie auch lustig. So. Ah. Hier. What? Das reicht nicht aus. Ein maximaler Schuss reicht nicht aus für so einen dicken Stachel. Aber für den Drachen bestimmt, ja. So, hier gibt es diese Drachen. Den würde ich gerne wieder zunächst mal ausweichen, bis ich hinten speichern kann. Ja. Und vielleicht nochmal mein Leben auffüllen konnte. Einfach nur, weil das ist so eine Art Bosskampf. Ein Bosskampf mit nicht vollem Leben würde ich echt nur ungern machen. Leider kann man mit so einer aufgeladenen Waffe nicht durch die Tür durch. So. Die Folge ist schon ein bisschen lang, aber egal, was soll's. Kann ich da schon rein? Ich kann da sogar schon rein, wenn ich will. Aber ich möchte, die Sache noch holen von den Drachen. Wenn mich nicht alles täuscht, war das ein Upgrade für den Raketenwerfer. Damit da mehr. Damit ich mehr Raketen gleichzeitig haben kann. Das hätte ich gerne für den Endkampf. Na? Ah! Da sind der Gegner. Wie denn her? Ich komme doch selber aus der Richtung. Er hat halt wieder, wie der andere Booster leider auch, den Nachteil, eigentlich hier rüber, dass man, nur begrenzt lang in der Luft bleiben kann und zwischendurch wieder auf den Boden runter muss, um danach wieder den Booster verwenden zu können. Genau. Maximalen Raketen nochmal um 5 erhöht. Und wie war das? Die sind verwundbar, sobald sie den Mund öffnen. Also hier quasi. Boah, haut das rein. Nein, das war zu früh. Dafür bin ich hier drüben. Wie sie die Zunge rausstrecken, wenn sie getroffen wurden. Süß. Nein. Nein. Ja. Ja. Und ja. Hab ich euch. Ich wurde jetzt, glaube ich, kein einziges Mal getroffen, oder? Von denen? Wow. Also ich muss sagen, es hat sich gefühlt echt gelohnt, so lange auf den Booster und so zu warten und auf die Maschinenpistole zu verzichten. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo sich das Ganze lohnt. Hä? Was? Achso, ich bin aus Versehen nach links gelaufen. Weiche meinen Feuerbällen. Einmal voll aufladen. Und, das war nicht ganz voll. Das war voll. Voll ins Gesicht. Nein, nach rechts. Genau. Und hier wollte ich speichern. Raketen habe ich immer noch voll. Wunderbar. Und ich glaube, ich nehme jetzt auch schon lang genug auf. Bevor ich jetzt hier rausgehe. Wobei, beende ich doch die Folge mit einem Ende. Ich bin gespannt, ob das Ende hier anders aussieht. Oder? Nee, Blödsinn. Das sieht bestimmt nicht anders aus. Das Ende dürfte das gleiche sein wie vorher. Aber es gibt ja noch was anderes Kleines, was ich erledigen will. Bevor ich die Folge beende. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ja. Moment, ich hätte jetzt auch Nein sagen können, glaube ich. Ja, ich hätte Nein sagen müssen.
weil dann habe ich die Möglichkeit, draußen nochmal mit ihm zu reden. Und wegen 100% will ich das hier zeigen. Tut mir leid, wenn ich den Dialog jetzt nochmal zeige. Hallo Kazuma, ich bin's immer noch. Wir haben gerade schon mal gesprochen. Und falls du jetzt ein Déjà-vu hast, dann ist das... das liegt bestimmt an dir, dass dein Gehirn kurzzeitig mit Sauerstoff unterversorgt war oder so. Ganz bestimmt. So, würdest du mich bitte fragen? Nein. Ah, jetzt erzählt mir, es gibt noch eine andere Möglichkeit, indem ich den Chor zerstöre. Zertöte. Den Chor zerstöre. Schön. Lass uns abhauen. Nee, okay. Übrigens, es gibt eine andere Möglichkeit. Vielen Dank auch. So. Okay. Genau. Ich kann jetzt nämlich hier rein. Und beim letzten Mal habe ich ja schon gesehen, dass es hier drin diese kleine Männchen gibt. Da unten. Genau, diese Dame in Rot, die sucht ihren Ehemann. Und wie der Zufall so will, treibt er sich wohl auf dem... Ups, nein! Mist. Auf dem Friedhof im Mimiga-Dorf rum. Boah, da habe ich die Lücke gerade voll übersehen. Na gut, ich werde das Ganze jetzt nochmal nachstellen und dann werde ich nochmal hier zurückgehen und speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.